So, okay. Los geht's. Das kriegen wir hin. Ich weigere mich zu glauben, dass wir das jetzt nicht schaffen und sie retten können. Showtime, Motherfucker. Ätzend. You can do it! Komm schon, Abby. Reiß dich zusammen. Bald ist morgen. Was war das? Was zum... So, diesmal rennen wir. Los. Sparen wir uns eine Szene. Der OP-Stuhl vor die OP-Tür. Caitlin! Oh mein Gott! Ich muss ihr helfen! Ich muss ihr helfen! So, wieder auf die Balken. Verstecken? Richtig? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Dann müssen wir einfach gehen, wenn es cool ist. So. Nicht denken, sondern einfach machen. Ich meine, wenn sie stirbt, machen wir das so lange nochmal, bis sie überlebt. Ich höre nicht auf, bis sie nicht tot ist, so. Nee, wir untersuchen das. Sie hat die Silver Bullet, Alter. Wir brauchen das. Silberkugel! Hey, ich bin hier! Oh, come on! Oh, come on! Ich hab auf R2 gedrückt! What the fuck, dude? Willst du mich verarschen? Come on, dude! Fuck off, Alter! So, okay. Jetzt schaffen wir das aber. Holy shit.
Verdammt! Silberkugeln! Hey, ich bin hier! Yes! Oder? Okay, cool. Holy shit, Junge. Holy shit. Du hast ihn? Ja. Ja, ich hab ihn. Der kommt halt vor allem mit so einer Gusseisenpfanne um die Ecke. Die Dinger sind halt voll schwer. Ich dreh durch. Was genau ist vor 6 Jahren passiert? Da waren Feuer und viele Menschen sind gestorben und jetzt gibt's Werwölfe und einen Geist, der im Wald nach seinem verlorenen Baby sucht. Warte, das... Mir wird klar, das ist Silas. Oh shit! Ist eine lange Geschichte. Nein, gar nicht. Da war ein Feuer. Silas, das Wolfskind, entkam. Bist ein Teil ihrer Familie. Sie waren machtlos. Peng. Die Vergangenheit tut nichts mehr zur Sache. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Mit einem verwilderten Jungen, der zum Werwolf wurde und die letzten 6 Jahre nicht zu fassen war. Wir haben alles versucht. Jeden Vollmond haben wir ihn gesucht. Jedes Mal. Jetzt ist dieser Hurensohn endlich hier. Das ist meine Chance, die Sache endgültig zu beenden. Woher wollen Sie wissen, wo er ist? Wie sollen wir ihn finden, wenn wir einfach mitten auf der Straße fahren? Ach. Drüber! Los, 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 los! Los! Wo ist er hin? Er kann doch nicht weg sein! Er ist unterm Auto! Sehen wir uns um. Sind Sie irre? Sind wir schon da? Du bist okay. War schon besser, aber... Ja. Hier drüben. Hier ist Blut. Führt da lang. Dieses Omi-Kleid, Alter.
Tötet mich. Was zur Hölle war hier los? Wow. Hier sind wir vor 2 Monaten von der Straße. Jetzt überlegst du, ob du mir das Hirn wegschießt. Okay. Nur zu, ich wehr mich nicht. Was? Wir maskieren uns sonst mit Wolfsblut, aber meins ist alle. Ist riskant. Wir könnten sterben. Seid ihr bereit? Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. Los, Team. Jetzt ergibt es Sinn. Du hast Wolfsblut? Hab's aus dem Wald. Travis hat mich erinnert. Nimm du es doch. Es wird nicht für beide reichen. Nein, ich kann. Das kann ich nicht. Ist deins. Du hast viel Schlimmeres durchgemacht. Wenn's einer verdient zu überleben, dann du. Oh shit, nehmen wir die oder geben wir sie Ryan? Was sollen wir machen? Okay, alle sagen Ryan. Das ist deins. Ganz sicher? Ja, das passt schon. Ich schaff das. Ach. Mief das. Lieber stinken als tot. Ich meine, dir wird schon nichts passieren. Als ob er nicht auch einmal mit der Hand so über ihr Gesicht hätte gehen können. Ach. Ach, Kinder. Ach. Verdammt, hier schwingen echt uncoole Vibes. Im Podcast klang das anders. Ihr habt keine Ahnung. Hier habe ich sie gesehen. Sie? Ich dachte, Max hat sie angefahren, aber dann kam ich hier raus und sie war was anderes. Wer? Die Frau, Mann, die alte Frau. Sie hat irgendetwas immer wieder gebrabbelt. Oh mein Gott, sie sagte Silas. Das ist unmöglich. Von wem redest du? Hab sie auch gesehen. In den Rumtunneln. Eliza Warris. Silas Mutter. Oder so. Wer war sie? Sie war Chefin des Wanderzirkus Harum Scarum. Kam vor 6 Jahren her. Hielt ihren Sohn in einem Käfig. Nannte ihn Silas, das Wolfskind. Starb im Feuer. Soll ihr noch rumspucken. Die Hexe von Hackett's Quarry. Und seitdem suchen wir diesen Silas. Wie kam es zum Feuer? Im Ernst? Jetzt noch Geheimnisse? Du hast meiner lieben Nichte Kelly Hackett, dieser guten Seele, den halben Kopf weggeblasen. Sie wollte nur dem kleinen Jungen helfen. Eingesperrt von dieser Freakshow-Hexe. Was tat sie denn? Sie hat ihm helfen wollen. Travis.
Sie bat Caleb, was anzuzünden. Nur als Ablenkung. Heuballen. Damit sie Zeit hätten, Silas aus einem Käfig zu befreien. So ist es nicht passiert. Nein. In Minuten waren alle dort tot. Dieser scheiß Heubrand. Eliza und die Crew. Kaylee schaffte es, Silas zu befreien. Aber Caleb ist gebissen worden. Töten wir doch Caleb. Nein, wir töten Silas. Tja. Wenn er wüsste. Das Evil. Sind die Überreste. Ach du Scheiße. Mann. Was zu sehen? Negativ. Mist, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nichts davon gewusst. Ryan? Bro! Shit. Tut mir leid, das war... Na, wir sind nah dran. Habt ihr das auch gesehen? Auch wenn ich's bedauere. Ja. Was ist das? Silas, das Wolfskind. Hier muss es sein. Vorsicht. Ich meine, du bist ja irgendwann nochmal bei dieser Radiostation und da steht diese Fiole ja auf dem Baum rum und ich glaube, da habe ich sie mitgenommen. Was ist? Was ist los? Schieß, du dumme Kuh! Hä? Was heißt Waffe heben? Okay. Sind Sie ganz sicher? Schieß. Okay, wir haben das Richtige getan. Ich hätte ein bisschen gekotzt, wenn wir das jetzt immer so ein viertes Mal hätten machen müssen. Bevor wir ihn als Mensch auch so sehen müssen. Dafür ist es zu spät. We did it! Ich glaube, nur einer ist gestorben. Also, offiziell ist nur einer gestorben. Inoffiziell, die Dunkelziffer ist ziemlich hoch. Ich wette, du denkst, du hast alles durchschaut und hältst dich auch noch für verdammt clever. Ich wollte helfen. Ich wollte dich warnen. Ich fing sogar an, dich zu mögen. Nicht jetzt. Jetzt ist es aus. Nur deinetwegen machten sie das mit meinem Silas. Ich war heute Nacht bei dir. Und nur weil die Nacht vorüber ist, lasse ich dich nicht in Ruhe, nein. Wann immer du etwas im Dunkeln hörst, ein Flüstern in den Schatten, eine Berührung im Nacken spürst, das kommt dann von mir.
Ich bin da. Du wirst mich nie los. Du wirst mich nie los. Whack. Whack. Voll gut. Ist es tatsächlich möglich, dass alle am Ende leben? Okay, Chris und Caleb kann man nicht ohne Opfer retten. Das war cool. Das war witzig. Also das war halt auch echt unterhaltsam. Also das war wirklich, wirklich gut gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sonst hätte ich es auch nicht in einem Rutsch durchgespielt. Leichenfund bei mysteriösem Mordfall im Sommercamp. Was sagst du dazu, Anton? Mieser Anton! Ein ungeklärter Mord ist doch nicht zwingend mysteriös. Ist es jetzt, ja, das würden wohl die meisten Journalisten sagen. Aber vielleicht vermuten die in Northkill übernatürliche Einflüsse. Genau wie ich. In Northkill gibt's wahrscheinlich auch wenig Konkurrenz. Die werden nicht gerade die besten Schreiberlinge haben. Okay. Ist es jetzt derselbe Podcast wie das letzte Mal? Bevor du ganz dem Zynismus verfällst? Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Der Anfang ist ein bisschen anders, der Rest ist identisch. Okay. Okay. Nee. Das einfach mal nicht machen. Aber ja, das war cool. Ja, so cool. Das hat voll viel Spaß gemacht. Und kann ich empfehlen. Gutes Spiel. Wow, jetzt mache ich alles kaputt. So. Auf jeden Fall brauche ich jetzt eine Pause. I need a break. Aber ja, ich glaube, jetzt kann ich das, wenn alles klappt, auch tatsächlich in 1 auf YouTube hochladen.
voll gut. Wieder ein Projekt fertig. Muss ich nur die Thumbnails dafür machen. Let's go!